Wir spielen heute den neuen Brawler Miko und werden ihn direkt auf maximales Level bringen und dann von 0 auf 57 Trophäen pushen. Wie stark der Brawler ist und in welchen Modi er besonders krass ist, erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Und damit legen wir los. Brawly Days Geschenke Tag 3 hier auf meinem Main-Account. Wir sind schon auf 51.000, also wir kommen auch langsam gut voran, obwohl ich gerade gar nicht so aktiv pushe. Aber das ist halt jetzt krass. Miko freigeschaltet. Es hängt kurz, perfekt. Miko, ich habe das schon oft vorgelesen, die Beschreibung. Ich werde es jetzt nicht nochmal vorlesen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Es ist halt der Tonmann, der halt ein bisschen arrogant auch ist, wenn man hier sieht und sehr leicht aggressiv wird. Und wir haben noch viele weitere Geschenke. Übel geil. Übel geil. So. Oh, direkt Macaron Miko. Den holen wir jetzt auch direkt. 29 Gems. Der ist auch ziemlich günstig. Ich habe meinen Creator-Code vergessen einzugeben. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Also, wie immer natürlich total vergessen, Creator-Code Jojonas im Shop eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Völlig kostenlos, alle 7 Tage neu im Shop. Und 10 Powerpunkte gerade, ist schon mal cool. Okay. Also das Angebot brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich meine, wir haben noch 26.000 Powerpunkte. Aber gar nicht mal so viele Münzen. Powerpunkte sind so viele immer. Ich bräuchte eher Münzen, wenn über... Kaufen wir uns ein Münzenpaket. Das können wir eh mal gut gebrauchen. Ist gut. So, ich überlege jetzt halt allen Ernstes, ob ich mir das Paket halt nicht kaufen soll, weil ich habe halt so wie... Oh, was? Oh, da, kann ich das schon... Ah, da ist so ein Zeitding drauf. Ich glaube, ich kann es nur über das Paket kaufen, über das Early Access Paket, oder? Kann ich den Hypercharge überhaupt... Ich glaube, ich muss es kaufen. Chat, wie ist das? Kann es sein, dass ich das Paket kaufen muss? Also, wie immer, wir schauen es am Anfang an. Ihr kennt das Ganze schon. 3000 Leben haben wir am Anfang und 1090 Schaden. Das ist ziemlich krass. Aber, also ziemlich schlecht eigentlich. Aber damit geht es halt ab. Da ist das Paket nochmal in groß. Maximales Level, direkt Power 11, Hypercharge dazu, Spray, Spieler-Icon und Pin. Ja, lohnt sich halt auch schon. Also für mich jetzt als Creator, wie gesagt, lohnt sich das Ganze. 1,5 Sekunden Stun mit dem Hypercharge, übel geil schon mal. Dazu hier Power Level 11, ich bin so gespannt, wie der Push laufen wird. Da sehen wir es nochmal. Kriegen den Miko-Pin, der hier so ausrastet, kriegen das Spray nochmal. Und ich finde diese neuen Icons echt cool gelungen. Machen wir mal direkt rein. So, da haben wir gerade noch Crow. Wir machen mal Miko direkt rein als neuen Brawler. Diese ganzen Ereignisse auch unten, wie die wechseln, sieht geil aus. Und natürlich hier Miko mal als Lieblingsbrawler einfach einstellen, damit es cool aussieht. So. Das sieht schon cool aus. Let's go, würde ich sagen. Ne? Also, wir starten wir mal rein. Ihr kennt das Ganze ja vielleicht. Zuerst erstes Gadget, erste Star Power, dann die Gears und so weiter und so fort. Runde Nummer 1, wir machen schon mal das erste Gadget. Wir machen einfach das erste. Ja, komm, ist egal. Also, erstes Gadget ist übersteuertes Schrei. Dabei haben wir... Schaden von 545 und 2 Sekunden Verlangsamung. Ich glaube, es war sogar mehr Schaden. Ich weiß nicht, wir werden es gleich sehen. Ich weiß nicht, warum da 545 steht. Vielleicht pro Welle, aber ich zeige es euch mal gleich. Und natürlich die Star Power. Mich laust der Affe absolut krass. Alle 5 Sekunden können wir mit einem Hit Munition klauen. Übel geil. Ist ganz wichtig. Hier macht es Schaden, oder? Ich kann nicht auswählen. Ich muss einfach drücken. Okay, jetzt hier zack. Und dann geht so eine Welle aus. 545. Macht auch irgendwie Sinn. Aber jetzt hier, passt auf. Hä? 1635. Also irgendwie sind es so 3 Wellen, die er losschickt. Und die machen also zusammen, muss man sich merken, wirklich 1635 Schaden. Das ist ja auch übel wichtig zu wissen. Okay, krass. Okay, erste Runde. 9 Mikos. Oh, ein Grom. Junge, der Grom. Der Grom kann sich so hart vergraben gehen, Junge. Also ihr müsst überlegen, es gibt keine Cubes auf der Map. Das wird ganz witzig werden. Versuchen wir jetzt hier, die Mikos ein bisschen reinzubaiten. Okay, also... Ja, nice. Munitionsklaus an. Haben nicht getroffen, leider. Ist okay. Junge, das ist so witzig. Ich liebe das jetzt schon. Wir müssen auch eine Minigames-Runde damit machen, eigentlich. So, wir müssen es hier ein bisschen taktisch spielen. So, wir slowen ihn einmal. Zack. Zack. Er ist natürlich jetzt auch OP hier mit Power 11. Hypercharge bringt jetzt nicht so viel für Showdown. Es wird so krass werden heute. Ey! So, zack. Ich versuche zu dodgen. Hä? Habe ich den geone-shottet? Wie kann das denn sein? Hat er Power 1 gehabt? Der hat auch auf Power 1 nur 3000 Leben. Wie kann das denn sein? Wir machen mal die Ulti, Zack. Hey, wo ist denn jetzt? Ah, hier. Wir fliegen schon mal los. Er sieht mich doch auch jetzt, oder? Ach, Mann. So, einfach zack. Slow. Dieser Slow ist so geil. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Sollen gegeneinander fighten. Also, ich sage jetzt schon die erste. Ist natürlich jetzt auch witzig, ne? Muss man jetzt wirklich sagen. Zack, slow, zack. Ah, der hat leider gedodged. Ist schwierig. Zack. Oh, jetzt nicht bei 2 noch werden. Das ist so witzig, Junge. Platz 1, aber renn direkt, let's go. Ich schau mal ganz kurz nämlich, wie hoch die waren. Das würde ich jetzt gerne wissen. Oh, viele Quests, passt auf. Der Grom ist sogar nicht mal letzter geworden, stabil. Jetzt hier, wie hoch sind die so? Ah, ne, geht, 18k? Ne, okay, die sind nicht hoch, Ja, das geht fit, okay. Ich dachte schon, das ist irgendwie, weil halt jeder den bekommt. Das hätten jetzt auch 50k Gegner kommen können, dachte ich. Ne, das ist okay. Wir kommen zum zweiten Gadget, und zwar Presto.
Damit haben wir für drei Angriffe, also für dreimal das Gadget, halt 34% mehr Range. Hat sich jetzt aber nicht so stark angefühlt, aber ich bin mal sehr gespannt jetzt. Und natürlich die Star Power, das ist krass. Smash Hit. 100% mehr Schaden an Nicht-Brawlern, auch am Tresor. Er ist trotzdem unfassbar schlechten Tresor, weil er die niedrigste Angriffsgeschwindigkeit hat. Aber für Kisten kann es interessant sein. Die meisten Pros sagen aber eher die erste. Aber wir werden es testen. Ich bin mal gespannt. Okay, jetzt haben wir Schild. Damage und Schild. Wir kaufen schon mal Speed, aber Speed nur für Brawler. Für halt Büsche sind. Ist halt logisch, dass man dann Speed nimmt, ne? Okay, jetzt weiter geht's. Wir haben jetzt einen leichteren Sprung aktiviert. Ich sag ehrlich, das merkt man halt irgendwie gar nicht, oder? Ich weiß nicht, für dieses Gadget so. Weiß es nicht. Es wirkt halt irgendwie. Oh, der arme Crow. Gar nicht geschaut, wer so alles in der Lobby ist, by the way. Ich mach den drauf. Oh, schön überrascht. Junge. Oh, ja, auch. Hat immer das Gadget dabei. Zack. Zack. Es macht so Bock. Nee, also das Gadget fühlt sich relativ useless an im Vergleich zum anderen. Also guck mal jetzt hier. Das ist meine Range ohne Gadget. So, und das ist meine Range mit Gadget. Ja, ist schon nicht schlecht, aber irgendwie, weiß nicht. Kann ich ihn überraschen? Nee, sehr, ich probier's mal. Zack. Zack. Oh, nicht gut getimed. Oh Gott. Ja, das Gadget fühlt sich gar nicht gut an. Und auch die Star Power vermisse ich halt hart. Also jetzt hier natürlich sowieso obvious, weil ich das Problem ist halt. Wer denn da? Es gibt ja eh keine Kisten. Was macht der denn da? Es gibt ja eh keine Kisten. Ich meine, ihr müsst überlegen. Dadurch, dass es keine Kisten gibt, ist ja eh lost. Weil ich krieg da eh kein Value aus dem Dings raus. Oh nein, komm, ich muss ihn hitten. Ja! Nein! Ich dachte, ich hätte ihn getroffen, egal. Nice. Wichtiger Tipp mit Miko, spart eure Angriffe gut auf und überlegt euch genau, wo ihr hinjumpt. Ihr habt halt nur sehr wenig Angriffe, ne? Mit Miko. Ihr seht es ja schon so ein bisschen. Meinst hier? Ja, zack, geil. So, wir rennen nächster erster Platz. Geil. Okay, wir kommen zum Makarau Miku gerade noch und dann direkt Brawl Ball. Wenn du jetzt kratzen, kannst du mir nice. Okay, Skins zum ersten Mal. Makarau Miku. Ist ein Zuschauer, der spinnt sich so komisch. Keine Ahnung. Digga, er trifft mich ja kein einziges Mal. Was ist das denn? Jetzt hat er mich getroffen. Munitionsklau. Nein, es ist so wichtig, den Munitionsklau zu treffen. Lost. Weil der Brawler macht auf jeden Fall übel Bock. Egal, ob er gut oder schlecht ist. Das ist jetzt schon klar, finde ich. Hat gar keinen Bock auf mich. Er haut einfach. Nein. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh, Munitionsklau OP. Er hat keinen Schuss mehr gehabt. Safe nicht. Dieser Schuss ist immer wichtig, mit dem Balken. Den dürft ihr nicht wasten, wie ich jetzt gerade hier als Beispiel. Ne? Ihr müsst ihn immer treffen. Dieser Munitionsklau ist anders broken. Oh, können wir uns einmischen? Zack. Nein, was habe ich getan? Wie hab ich da nicht treffen können? Ist lost. Zack. Munitionsklau wieder OP. Geil. Ich komme bestimmt wieder zurück. Finish ihn mal erstmal. Oh, ich bin lost. Zack. Haha. Ich muss den Slow mal öfters nutzen, vielleicht noch. Spam. Wie konnte er nicht treffen? Hä? Der ist doch gar nicht gejumpt in der Sekunde, hä? Was hat denn eigentlich in der Hand? Der Makarau Miku, ich weiß. Yo, one shot. Was hat denn da in der Hand? Junge. Ah, los. Ja, das bringt eigentlich gar nichts. Jetzt. Nein! Jetzt. Nein! Was? Dann kill ich mit einem Schuss, kann man sich nicht ausdenken. Ist das geil, Junge. 30 Trophäen schon mal, sehr geil. Erste Runde Brawler mit Miku. Direkt hier Miku-Gegner natürlich auch am Start. Auf geht's. So. Gadget. Zack. Das war ein extrem schlechtes Gadget, egal. Ich muss aber irgendwie auch auf den Ball vielleicht mehr schauen. Irgendwie sind alle hinten. Ball nach vorne. Also allgemein gegen Mikus kann man wunderbar reinlaufen, weil die wenig Schaden machen. Muss man wirklich sagen. Schau mal hier. Der ist auch nicht wirklich gut in Brawl Ball, aber ich kann glaube ich, gut sneaky Kills machen. Junge, wie die alle jumpen. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. So, zack. Wo ist er denn? Da. Zack. Oh, den Ball. Auf den Ball gejumpt. Let's go. Man kann so ein bisschen dribbeln mit dem Brawler, aber ist nicht so gut, weil er halt sehr langsam nachlädt, wie gesagt. Aber erste Runde schon mal geil. Kein Kill, null Schaden gemacht, super, aber das beide Tore geschossen, oder? Oh, nochmal hier. Geil. Wir starten mal gleich einen Timer, wie lange wir brauchen. Dann können wir wieder wetten, was ihr denkt, wie lange wir brauchen für den Push. Zack. Munitionscloud getroffen. Und ist halt erstmal das Wichtigste. Jetzt nochmal ein Slow. Oh, das war aber schon eine solide. Oh, aufpassen, Miku kann auch schon reinhauen. Also Miku ist nicht so ungefährlich, wie ihr vielleicht denkt. Also das Wichtigste ist halt, diesen Munitionshit zu treffen, ne? Wenn es dieser Balken aufgeladen hat, ist ja meine Star Power, wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt hier schon reingehen. Ja! Nein! Der war doch getroffen, der Hit! Scam, Junge. Slow den einmal. Ja, Scam. Muss halt immer seine Schüsse gut timen. Oh. Ah! Oh, let's go. Auf geht's. Wir sind in der entscheidenden Runde für 140 Trophäen, also für Rang 10 schon mal. Und das ist jetzt absolut krass. Schaut euch das jetzt an. Wie OP das ist. Wir scoren immer instant, wenn ich den Ball einfach nach vorne passe. Und jetzt hier, passt auf. Zack, einfach einen Jump nach vorne. Ball wieder. Jetzt hier drauf einfach nochmal slowen. Und easy Tor. Hä? Wenn wir das so durchziehen, wird krass. Rang 10, sehr geil. Da sehen wir es. Junge, dieser Slow ist ja so OP. Schaut euch das an. Ich kann die halt slowen und easy drauf jumpen. Oh mein Gott, das muss ins Video. Wie lost.
Das war aber wirklich sein Fehler. Okay, Tick wird auf jeden Fall Spaß haben. Oh mein Gott. Ich will es nicht wieder so. Ich muss echt aufpassen, ne? Der Brawler ist halt jetzt nicht unsterblich oder so. Ist halt eher so ein sneaky Brawler wie Mortis. Da kann man sich einfach drauf. Ey! Ich glaube, es sind keine Server-Lags, sondern von mir. Weißt aber schon, dass der Brawler über Wände springen kann, oder? Perfekt, Top 5. Okay, komm. 200 Trophäen jetzt, wenn wir gewinnen. Da ist doch jemand im Busch, ich sehe das doch. Ja. Oh, Munitionstrop perfekt getroffen. Mit dem Gadget können wir finishen. Hm, wir jumpen hoch auf safe. Er auch. Ach so, lol. Die drei sind wir auf jeden Fall. Oh, der ist noch übrig. Wie wir jetzt beide auf ihn drauf gehen, wie das aussieht. Ey! Slack. Ich habe gewonnen, oder? Ja. 300 Trophäen erreicht. Sehr schön. Wir gehen durch den die erste Mastery geschafft. Geil. Entscheidendes Game für 300 Trophäen. Die Taktik ist relativ einfach gerade. Immer auf den Ball jumpen. Dann warten, dann jemanden Slow raushauen. Und es ist immer ein Tor. Ja, sag ich doch. Aber es klappt nicht weiter oben, bin ich mir sehr sicher. Und das nur auf den unteren Trophäen, bitte. Nicht auf den oberen. Aber jetzt hier wieder. Slow. Ah, der geht. Ganz weiter geht er dann doch nicht. Jetzt habe ich den Ball gepasst bekommen. Perfekt. Komm, ein Tor noch. Ich slow den einfach. Dann kriege ich ihn easy. Ah, wie kann ich daneben jumpen? Wie schlecht. Egal, ich habe ihn trotzdem. Ja, es war zu spät. Nice. Oh, das ist so OP. Habt ihr gesehen, wie ich einfach getribbelt bin an ihm? Einfach über ihn gejumpt und Ball getribbelt. Es ist zu krank. 300 Trophäen erreicht. Ist das heftig. Munitionsklau an. Zack, zack. Oh mein Gott, wir leben. Okay, da war einmal die Ulti gut zum Glück. Bleib auf dem drauf. Wir sind schon Showdown. Oh mein Gott, Glück gehabt. Nicht so aggressiv gehen dürft ihr. Ich bin, egal, plus 10, sehr geil. Jetzt eine entscheidende Runde. Oh, das ist nice jetzt für uns. Nein, das ist überhaupt nicht nice. Oh, das Gadget uns gerettet auch ein bisschen. Wir müssen Platz 1 schaffen. 500 kommen. Was ist dein Plan, Junge? Hä? Was war das denn? Sehr gut. Jetzt haben wir gute Kills gemacht. Man muss einfach sehr passiv mit dem Brawler spielen. Amico ist noch dabei, hat einen Kill gemacht. Ja. Da ist er. Er hat auch seine Ulti aufpassen. Er hat geultet, schlechte Ulti wird nicht viel bringen, denke ich. Ich gehe jetzt hier so ein bisschen rein, mich ein. Ah, nicht getroffen, Rip. Zack. Das war schlecht von ihm. Jetzt springen wir hoch. Ganz wichtig. Da war die Ulti gut. Müsste es eigentlich ausreichen, denke ich. Wir gehen jetzt hier hin. Wir healen erstmal. Boah, Munition geklaut. Ja! So muss man den Brawler spielen. Man muss so abwarten spielen. Das ist gar nicht mein Spielstil, habt ihr gemerkt. Ich bin eigentlich lieber aggressiv, aber es ist so richtig. 500 Trophäen, Platz 1, gut. Boah, das war stark. Wirklich, das ganze Team gerade gehopst, hä? Wir sind alle down. Ich mach jetzt mal die Ulti. Ich glaube, hier kann man mal die Ulti machen. Ich bin da eh relativ low. Und ich kann es hier halt gut für Trouble sorgen. Seht ihr das? Mal hier. Zack. Habt ihr das gesehen? Das war krass. Boah, wie stark war gerade. Yo! Davor habe ich auch schon einen geilen Kill noch dazu gemacht. Lauen. Da wollte ich gerade dodgen. Schade, das war stark von der Dings. Das war stark. Komm, Marak, finish uns. Geile Runde. Wir schauen mal auf die Stats. 3-1 Starspieler. Geil. Let's go. Wir sind noch Silber 3. Schön wäre es. Bronze 3 schon mal. Entscheidende Runde für 600 Trophäen. Auf geht's. Direkt hier den Slow auf beide getroffen. Geil. Oh, aber Slow auch von Crow stark. Ja, es klappt halt. Also, ich denke mich vielleicht beim Video auch, Junge. Jonas, du spielst ja absolut grauenvoll, aber. Es ist halt, noch klappt das halt irgendwie. Ich gehe einfach rein, dann sterbe ich fast und dann ist der Ball immer drin. Und am Ende, was klappt, das zählt. So, nächster Kill. Sehr schön. Es ist halt krass, ne? Es ist halt wirklich krass, wie das funktioniert. Zack, zack. Gadget zum Kill. Boah, das war wieder schön. Wunderbar, 600 Trophäen. Wir gehen in die verschiedenen Spielmodi jetzt rein. Sogar Starspieler. Okay, erste Runde. Juwelenjagd, oh Gott. Juwelenjagd. Ich glaube, Juwelenjagd ist halt gut. Vor allem, um eben abzuhauen, das ist eigentlich ganz geil. Guck mal jetzt hier. Zack, zack, Gadget. Boah. Der killt schon mal direkt hier als erstes. Und wenn ich halt die Gems habe, kann ich halt easy reingehen, ne? Ey, weggehen. Das ist halt das Gute, ne? Leg mal. Zack. Krass. Schon mal einen echt soliden Eindruck auch hier. Auch im 1 gegen 1. Wir haben auch Ems als guten. Ist auch ein guter und dankbarer Gegner für uns, fairerweise. Zack, zack. Dann slowen wir die 10 mal runter. Zack. Zack. Oh, war nicht so gut gespielt. Egal. Nice. Ja, ist schon krass. 6 Gems direkt wieder. Am meisten würde ich eher. Ich kann eigentlich in die Luft springen, gerade wenn ich vielleicht keine Munition habe. Weil dann kann ich die auch wieder. Wird die nachgeladen automatisch? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe auf Poco. Wird die Munition überhaupt nachgeladen in der Luft? Ja, ich habe wieder Full Munition. Das ist halt auch krass. Wusste ich jetzt auch nicht. Boah! Bin zwar gestorben, aber auch guten Value rausgeholt. Das war dann nicht so gut, glaube ich, zu sterben. Ich brauche vor allem den Hypercharge nochmal irgendwie. Die Munition ist auch nochmal geklaut. Wichtig. Jetzt ein Hypercharge. Und das ist halt krass. Ich aktiviere ihn auch direkt. Dass ich ihn jetzt auch mir hier hoffentlich zeigen kann.
Stan, bitte einmal zeigen. Och Mann. Egal, ist echt schwer, den Hypercharge zu zeigen. Zack, nochmal ein bisschen ärgern hier. Oh, aufpassen. Warte schon kurz, das wär's noch gewesen. Nice. Ja, sehr stark für Juwelenjagd. Eliminierung, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir klauen da Munition. Oh, die sehen uns natürlich. Zack. Zack. Tja, haben die ernsthaft... Was sind das für Brawler? Was haben die da gewählt? Ja, Rico ist ja total free für mich. Zack. Ah, der ist schon tot. Oh, Marak, nicht sterben, bitte. Über die Wand rüber einfach. Oh, oh, oh. Ah, Gadget zum... Oh, der, da haben wir das Gadget zum Kill gesehen. Kann man eh ganz gut nutzen. 7 zu 1 schon? Meine Mates machen hier auch einen super Job gerade. Ah, der sieht mich jetzt. Komm. Jawoll. Junge, das war aber komplette Rasur von meinen Teammates. Auf 6er Trophäen, hä? So schnell. 2-0, 4-1, 4-0. Ja, easy. Knockout kommt auch noch. Knockout wird krass. Tresorraub jetzt. Tresorraub ist der einzige Modus, wo ihr auf jeden Fall die Star Power wechseln müsst. Nee, ich würde es sogar nicht wechseln. Ich will die sogar trotzdem lassen. Ich nehme nur Schild rein. R plus 1. Weil die meisten Interaktionen sind einfach so wichtig mit der anderen Star Power. Und am Tresor seid ihr eh nicht so krass dran als Miko. Ihr macht eh kaum Schaden. Also Miko ist wirklich so ziemlich der schlechteste Brawler für Tresorraub deswegen. Weil selbst mit der Star Power bringt es einfach nichts, ihn zu nehmen aus meiner Sicht. Also ja. Aber auf der Map ist er eigentlich ganz cool sogar, weil man hier drüber jumpen kann. Also der Schlechteste ist er jetzt nicht. Er ist nur schlecht. Zack. Zack. Ich hab Munition geklaut. Na, ja, der Slow war unnötig. Was ich halt eher versuche, ist einfach für mein Team halt hier Kills rauszuholen, ne? Nice. Zack. Munition geklaut. Wichtig. Zack. So. Ulti. Nice! Oh, das war alles gut vom Timing. Boah, ich gehe mal direkt auf den Tresor eigentlich drauf, oder? Mit der Kante so ein bisschen. So. So. Ich mache natürlich weniger Schaden. Also ich glaube, es ist trotzdem besser, weil der Munitionsklau ist einfach wichtig. Oh, komplett aufpassen, gerade mit Hyper. Ich hätte das Hypercharge auch aufgeladen. Ah, lost von mir. Zack. Diese Nachladegeschwindigkeit, ne? Deswegen Munitionsklau ist echt besser. Ah, lost darf eigentlich nicht passieren, war mein Fehler. Ja, ist wichtig, dass ich die gekillt habe, geil. Ha! Oh, das war gut, das war gut. Ah, wir müssen auf Colette vor allem aufpassen, die macht Ultraschaden. Ja, das ist schon. Eis reicht aber. Ja, da seht Miko echt kacke. Meine Kills jetzt waren wahrscheinlich noch ganz okay. 4-1, deswegen. Ihr könnt halt höchstens dann ins, euch einmischen, ein paar Kills. Er macht keinen Schaden am Tresor. Es macht keinen Sinn, ihn da zu spielen. Gar keinen Sinn. Also, ihr seht es ja, es ist ja wirklich. Aber jetzt Knockout, das ist ja krass. Ah, da, die Map ist nicht optimal. Die Wände sind ein bisschen arg. Ist ein bisschen arg offen noch für ihn, aber ist okay. Auf geht's! Cordelius, Fang und Bee sind die Gegner. Knockout bin ich sehr gespannt. Eher defensiv spielen, denke ich halt. Oh, er geht direkt rein, perfekt. Ah, ich kann... Oh, lost. Er ist gestorben. Ich kann da hinten reingehen, theoretisch, aber... Ah, nee, das ist zu riskant. Das ist zu aggressiv. Nee, nee, das ist zu aggressiv. Er geht rein, okay. Munitionsklau direkt aktiviert. Zack. Zack. Slow. Ja. Oh, nein. Oh, ich bin bei 1 gegen 2. Jetzt will ich keine Chance haben, normalerweise. Oder? Mein Gott. Leute, 1 gegen 3 gewonnen? No way. Mit dem neuen Brawler? Als ob. Der ist krass für Knockout. Eigentlich, theoretisch haben wir gewonnen. Weil im Late Game kann ich, wenn die Poisonwolken kommen, kann die nichts machen. Mach mich jetzt gar nicht, lass mich gar nicht nervös machen. Ich habe jetzt eigentlich eh gewonnen. So gut wie, denke ich mal. Hm, das war jetzt nicht so schlau, glaube ich. Shit. Das war ziemlich dumm gerade. Zack. So, was will die jetzt machen? Was will sie jetzt machen? Ich kann nichts machen. Zack. Boah, Miko so krank. Also ohne Witz. Er sitzt jetzt hier. Wir haben 1 gegen 3 gerade gewonnen. Wir haben alle drei gekillt. Miko komplett OP. Sogar gegen Fang und alles. Ich bin ja nicht mal krass jetzt mit dem Brawler, ne? Aber vor allem auch am Ende die Ulti. Habt ihr die gesehen am Ende? Das ist ja, ich will es nicht völlig übertreiben. Vielleicht der stärkste Brawler sogar für Knockout. Komplett krank. Er ist unsterblich halt einfach. Und macht auch mal einen Sneaky Kill. Und die Ulti ist auch geil. Das ist total krank, OP. Wieder. Wieder. Komplett krank. Knockout und Kopfkill ist sein Modus. Ich würde behaupten, vielleicht der stärkste Brawler in diesem Modus. 1 gegen 3 gewonnen, 4-0. Gedodged, gedodged, gedodged. Oh, yes! Okay, wir gehen rein in die entscheidende Runde für 7er Trophäen. Auf geht's. Pass rüber spielen, direkt wieder slowen. Wie immer dasselbe eigentlich. Hier schön dodgen. Der ist einfach AFK. Nein, der Ball geht rüber, leider. Jetzt aber. Sehr schön. Der Ball muss auch kommen. Der Ball. Okay, perfekt. Dann fangen wir AFK. Okay, da haben wir jetzt wirklich Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen, dass die AFK waren. So, zack, Slow drücken, auf den Fan getroffen. Sehr schön, der Slow ist so OP, Junge. Schaut sich an. Ich bin ein Freekill hier für Shelly. Wenn wir hier schön dranbleiben einfach. Das ist halt krass, jetzt kann ich hier drauf. Nein, das ist ja grad. Ah, ich muss jumpen. Oh, schön gedodged, aber bringt nicht viel.
So, jetzt ist halt wieder krass. Oh, Junge, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade schon reinjumpen, aber dann finde ich schon hier Doc wieder absolut krank. Das bedeutet, 7 Trophäen erreicht. Genau, so kann es weitergehen. Okay, die letzten Runden für 57. Auf geht's. Also eigentlich, wenn wir einen Kill mitnehmen können, mit Miko, nehmen wir mit. Ansonsten eigentlich defensiv spielen, oder? Mit dem Brawler, würde ich sagen. Also, ja, mal schauen. Direkt wieder in die Mitte jetzt hier. Oh, aufpassen. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte halt eigentlich wegjumpen. Na, das war nicht gut. Bauteil aus Versehen. Oh, da geht's gerade ab. Da geht's gerade richtig ab. Ah, aber die sind wieder voll. Es muss wieder weg von denen. Es muss wieder weg. Oh! Oh mein Gott, nice. Ich kann mir direkt die Cubes schnappen. Ich bleib mal an dem Mate am besten dran. Oh, der ist nach oben gelaufen. Am besten direkt in den. Oh, ist aber nicht direkt in die Shelly rein, oder? Oh je, nein. Ah, komm. Oh, jetzt eh hochgejumpt. Sehr gut. Oh. Kann ich die Cubes kriegen? Ich probier's. Es war so dumm. Oh, das war das Dümmste, was ich heute gemacht habe. Tut mir leid, Marak. Wo sind die Gegner? Okay, das. Ah, ich krieg grad so schnell Schaden. Das hat auch eine sehr offene Map. Ist nicht unbedingt optimal, finde ich, für Dings. Miko. Drauf. Ich riskier's. Mit dem Munitionsklaus ist easy. Ja. Easy war es jetzt nicht, aber gut eingeschätzt. Oder Stun hätte auch treffen können, stimmt. Slow nochmal drauf. Schöner Slow. Das kann ich nicht easy killen. Normalerweise, ja. Jetzt hier drüber. Slow wieder. Ah, nee, es war ein bisschen optimistisch. Egal, Team rausgenommen. Da ist der Brock, sehr gut. Den holen wir jetzt einfach ganz entspannt. Und dann war es das. Zack. 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 Nice. Und jetzt eigentlich die Ulti. Ich bin Cube liegen lassen. Smart, wie ich bin. Super. Egal, ich geh jetzt auf den Dynamic einfach. Ja, ich kann auch jumpen. Ich kann auch jumpen. Let's go. Ich hoffe, die Verbindung läuft jetzt gerade bei euch wieder. Wir sind auf der Rekordhöhe. Wir sind mit 26 jetzt. Okay, komm, 3 Runden, wenn wir gewinnen. 3 Runden, wenn wir gewinnen. Auf geht's. Will ich in die Mitte gehen? Ich weiß nicht so recht, aber gut. Okay, wo gehen wir jetzt am besten hin? Das ist ein Leon. Munitionsklau ist aktiviert. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist ein Easy Kill. Direkt am besten wieder. Das, ja, nicht so weit geht der Jump. Aufpassen. Erster Cube gesaved. Sehr gut. Wir so ein bisschen den Abstauber machen. Oh, schlecht hier. Der Spike ist AFK. Ach so, deswegen. Ich würde sagen, schlecht vom Spike. Schon gewundert. Hat er sehr schön. 3 Cubes. Das ist eine sehr gute Ausgangslage jetzt für uns. Ah, ich wollte gerade das Gadget drücken. Schade, zu spät. Miko ist auf jeden Fall da im Busch. Aufpassen, Marak. Ist da auf jeden Fall noch im Busch. Ich habe noch den Slow theoretisch bereit. Jetzt ist krass. Jetzt ist sehr, sehr krass. Jetzt zack, zack, zack. Oh, let's go. Kann es slowen. Kann ich kurz warten. Guter Jump. Zack. Zack, let's... Nein! Der hat gerade noch raus... Oh, der Leon hat abgestaubt. Kann ich jetzt aber auch wieder slowen. Zack, Munitionscloud, zack. Und Ulti nochmal auf Safe. Sehr schön. Ey, jetzt macht ihr auch den hier. Was ist das denn jetzt? Nervt jetzt extrem. Perfekt. Ja, direkt nach. Sehr gut. 2 Siege noch, wenn wir gewinnen. 7x35. Die letzten 2 Runden, Leute. Auf geht's. Leon doppelt, leider. Leon ein bisschen nervig für mich, finde ich. So ein bisschen aufpassen jetzt. Oh, er jumpt schon, er jumpt. Kill. Und. Nein. Oh, 2 Gadgets rausgehauen, aber ist okay. 2 Cubes sind gut für die Map. Easy Kill. Ein Gadget, ja. Sowieso. Nice. Huh. Knapp. Gut, dass ich den Jump bereit hatte. So lost, also danach zu stehen. Beide 3 Cubes sieht sehr gut aus jetzt. Passt auf. Passt auf. Das ist no joke krass, oder? Ja, wobei, es war nicht krass. Es war übel lost. Ich vergesse immer, dass meine Nachladegeschwindigkeit so unendlich langsam ist, Junge. Nice. Ich bin gleich zurück. Sehr schön aufgewartet auch. Okay. Jetzt müsste eigentlich... Ich habe leider alle Gadgets rausgehauen, weil ich dumm bin. Müssen jetzt nur Top 2 kommen. Nice. Kann ja wieder Munition klauen im Notfall. Ich kann wieder scouten, wo die sind, indem ich das hier mache. Okay. Ja, deswegen, sage ich ja. Dann schießen nämlich auch alle auf mich drauf. Der Play ist ziemlich geil mit diesem Scouten. Wieder schauen. Sind wir in der Mitte? Okay. Gute Position jetzt für uns. Reicht nicht. Ja, die Range ist leider nicht so groß, wie ich es mir wünschen würde. Wieder ein bisschen überschätzt den Schaden. Gehen wir mal hier hin. Boah. Was eine Runde, Alter. Drauf. Jump. Schön gedodged. Jump. Das war zu spät. Ich jumpen müssen. Oh, was? Wir sind immer noch nicht Top 2. Marak. Oh, immer noch Top 3? Was? Muss uns irgendwie reichen. Top 2 ist es am Ende. Krass. Bisschen lost mir. War zu offensiv. Sehr schön. Sehr schön. 6-1 Marak, okay, krass. Letzte Runde jetzt, komm, 8 Trophäen. Auf geht's, letzte entscheidende Runde. Also letzte Runde. Auf geht's. Da ist, glaube ich, ein Miko schon mal. Sicher die Dodge schon mal.
Ja, ist hier nicht so aggressiv. Sehr schön. Wir haben schon mal die Mitte für uns, das ist wichtig. Oh, Junge, was will der denn da, hä? Gadget. Als ob es nicht reicht. Verarsch mich. Ich finde ich ihn jetzt so, komm. Ich bin so dumm. Das hat nicht gereicht. Ich unterschätze immer die Kack-Range, Junge. Was gibt's denn? Ja, Miko ist ein High-Skill-Brother. Fast schon wie Piper oder Cold. Ja, vielleicht sogar noch höher, würde ich fast behaupten, oder? Die ganzen Casuals sind damit ja überhaupt nicht umgehen können. Der ist scheinbar AFK. Wir warten hier kurz ab. Ja. Ah, nee. Kriegen wir nicht, oder? Doch, kriegen wir. So, jetzt gehe ich einfach auf den hier noch. Slow den. Geht's hier drauf. Jawoll! Schön gemacht. Schön. Stark von Marak vor allem wieder. Vier Teams am Leben. So, wir müssen jetzt einfach auf unsere Chance warten. Ah, die fighten gerade krass. Ich weiß halt nicht, wo es lang geht. Da lang. Ah, da oben. Okay. Oh, Nani ist schwierig für mich. Nani macht viel Damage im Nahkampf. Oh, oh, oh. Oh. Schnell! Oh Gott, das wäre was noch gewesen. Hast du total verkalkuliert. Oh mein Gott, Sekunde. Der übel geil, nice. Gadget. Nice, Mann. Noch eine wirklich gute Runde jetzt von mir. Wir brauchen Platz 1, wir brauchen Platz 1. Platz 2 reicht nicht. Wegjumpen. Einfach abhauen, wenn es nötig ist. Bei Miko müsst ihr einfach einschätzen, ob ihr den Kill macht oder nicht. Ihr könnt immer alles selber entscheiden. Weil ihr, ja. Weil ihr einfach wegjumpen könnt. Ist das ein geiler Brawler, wirklich. Ist das ein geiler Brawler. Komplett OP für Knockout vor allem. Oder für Showdown, würde ich sagen. Ich ging mal in die Silbermastery, sogar 300 Powerpunkte. Wie hoch hat denn Snake, will ich gerade noch wissen. GG nochmal. Weil Snake pusht der Solo. Oh. Das ist aber nicht so gut, wenn das mit 71er ist. Oh, das ist ja gar nicht gut. Okay, egal. Schaut wie immer gerne auf jojonas.shop oder bei den ersten Link in der Beschreibung bei meinem Merch vorbei. Da seht ihr den Merch nochmal. Bis Weihnachten ist das Ganze noch verfügbar und ein Käufer wird eben das Golden Ticket gewinnen und mit mir zusammen ein Video aufnehmen. Bis dahin haut rein, danke für den Support und lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr keinen Browser verpassen wollt. Und da ist noch das letzte Video verlinkt. Haut rein, ciao!